Wenn wir davon reden, dass ein sterbendes Volk zu leben verlangt, und wir dann davon reden, wie wir im Kampf gegen diesen Volkstod stehen, dann gibt es genau eine unbequeme Wahrheit, der wir uns nur allzu gern verschließen. Eine bekannte deutsche Musikgruppe versucht es einst so zu umschreiben: Uns fehlen nicht die Mittel, nicht das Können, nicht die Kraft. Uns wird einzig nur der Mut, ihn zu zerstören, sie fast geschafft. In diesen Worten steckt eine schwerwiegende Richtigkeit. Doch uns, damit meine ich mich, meine ich euch, meine ich autonome, freie Kräfte, Parteiaktivisten und wohl jeden anderen samt seiner schön klingenden Decknamen, fehlt doch etwas, das so viel mehr elementarer ist, weil es Spiegel unserer und jeder anderen Art ist, die Authentizität. Wir, das ist der deutsche Widerstand 66 Jahre nach der Stunde Null unseres Volkes und unserer Nation. Wir sind durchaus wir, sprich, wir haben ein eigenes Profil, aber sind wir eben doch nicht diejenigen, die wir sein sollten. Wir sollten Deutsche sein. Doch der verbindende Lebensfaden aller deutschen Generationen wurde jeder Strand mit einem Leichentuch aufgespannt, welches den Himmel seine Horizonte verlieren ließ. Abgetrennt und entrissen verloren die Kinder und Enkel ihre Identität. An ihrer Stadt, um in die Leere zu füllen, trat die allübergeordnete Individualisierung. Schauen wir uns heute die Szene und die Partei an, so müssen wir erkennen, dass auch wir solche geworden sind. Authentisch können wir weder nach innen noch nach außen sein. Sind wir doch nicht mehr als ein Haufen unzufriedener Individualisten, der ein einziger und oft auch gemeinsamer Nenner der Nationalismus ist. Fragt man einen von uns, wer wir von 1945 in Deutschland waren, was die Männer und Frauen in der Kampfzeit und schließlich im Deutschen Reich ausmachte, so brechen nicht wenige in einen euphorischen Redefluss aus, können einem Jahreszahlen, Namen und Daten sowie Ereignisse in freudiger Erregung herunterbeten und mit dem Fazit, früher war es besser, das Gesagte schließlich zufrieden abzurunden. Fragt man aber einen von uns, was wir, der deutsche Widerstand, heute sind, so erwarte keine langen Reden, keine fesselnden Geschichten von Pathos, Mut und Einheit. Erwarte Schweigen, Stammeln und ungekonnte Versuche der Rechtfertigung. Selbstkritik und das Eingestehen des Nichtsbewirkens sind selten gehörte Worte. Das Hier und Jetzt unserer Szene ist so entmutigend, dass die einen sich in die Vergangenheit flüchten, während andere versuchen, im abstoßenden Zeitgeist ihr bisschen Rebellion zu verpacken. Kurzum, wir kennen durchaus den Feind, aber nicht das Ziel. Wozu länger offenkundig Teil einer Szene sein, die sich in ihrem abstoßenden Status quo gefällt? Wir alle haben dieser Szene zu viele Jahre geschenkt. Zu viele von euch haben alles nur Menschenmögliche getan und versucht, die eigenen Reihen endlich vom Recht auf die Pflicht zu drängen. Vergebens. Warum länger Unmengen Kraft in eine Partei investieren, die seit ihrer Gründung vor 47 Jahren in Hinsicht auf Wahlprozente, und darum geht es im parlamentarischen Kampf, den Brutkasten noch nicht einmal verlassen hat? Blicke ich in unsere Reihen, so sehe ich dort immer öfter Persönlichkeiten und Charaktere, denen man so vieles zutraut, ja, in die man vielleicht sogar heimliche Hoffnung steckt. Und doch fängt wieder keiner an. Man ist enttäuscht von den anderen, aber noch mehr von sich. Und so geht es vielen von euch. Frage dich selbst und entscheide, wer du sein willst. Werde, was du bist, muss die Konsequenz in all ihrer Dringlichkeit sein. Wenn diejenigen, die das zu erkennen, in der Lage sind, endlich einsehen, dass es die eine Identität nicht gibt, dann besteht endlich wieder Hoffnung im Großen. Wir Menschen wandeln uns über die Jahre, suchen nach dem Geist, der uns prägen soll oder prägen selbst. Im heimlichen Vorbild ziehen wir andere mit, und wie eine Schlange sich häutet, so werfen wir die alten Identitäten ab, die uns von Fremden aufgesetzt und von uns ausstaffiert worden sind. Und dann erkennen wir, dass unsere Verlustängste die völlig falschen waren. Wir merken, dass wir unsere Sprache nicht verloren haben. Noch immer sprechen wir Deutsch, nur viel klarer als zuvor. Beim Aufschlagen der Geschichtsbücher können wir uns endlich von der romantisierten Vorstellung des durch Jahrhunderte ziehenden deutschen Heldenvolkes lösen und erkennen, dass uns dieselbe Tatenkraft innewohnt wie jenen, die wir nur aus Überlieferungen kennen. Mut und Entschlossenheit waren federführend in so vielen Biografien.
Warum sollten unsere davon unberührt bleiben? Erst dann sehen wir ein, dass Tradition sich nicht durch Zwang und krampfhaft künstliches Ausleben in den erwachten Seelen unseres Volkes manifestieren lässt, sondern nur durch die Gewissheit, lebhafter Teil eben dieser Tradition zu sein. Kulturnationen zeichneten sich stets auch durch ihre Kulturschaffer aus und nicht durch Konservative, die wie Kerkerwächter das geistige Leben und Erbe des Volkes im Stillstand bewachen wollen. Seien wir endlich, was wir sein sollen, Deutsche. Die Identität eines jeden Einzelnen erwächst zum Bewusstsein aller. Aus dem Ich wird ein Wir und aus der Gesellschaft eine Gemeinschaft. Nur Demagogen verlangen die Selbstaufgabe, willenlose Unterordnung und Akzeptanz. Wir verlangen die Selbstaufopferung, die Erkenntnis und Gestaltung. Denn morsch ist nicht nur das System, morsch sind auch die eigenen Reihen. Es gibt viel zu tun und wenig Zeit. Werden wir, was wir sind. Ich danke euch.